Das ist auch so eine der Locations, die richtig, richtig schön sind. Das gefällt mir total gut hier. Was meint ihr? Hier eine schöne Base auf der kleinen Insel oder so? Mitten im See? Hallo und herzlich willkommen zu Ark Genesis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal wieder im Dino-Kostüm. Und in echt super wunderschöner Umgebung. Es ist unglaublich, wie schön hier manche Locations sind. Ich bin so ein bisschen auf der Map unterwegs gewesen und habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit. Es gibt nämlich unglaublich viel hier zu entdecken. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das ein oder andere finden, wo wir dann auch wieder nicht widerstehen können, was die Tiere angeht. Hier gibt es zum Beispiel auch Rhinos. Da vorne ist so ein Rhino. Die sind auch mega cool, aber ich habe noch kein gutes gefunden. Die laufen hier öfter rum in der Gegend, hier in diesem großen Graben. Die sieht man sonst relativ selten. Auch hier sind die nicht super häufig. Oh, das ist schon verwundet. Hat das die Defense Unit hier zerlegt? Wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall gibt es hier zwei so große Hangartore. Und irgendwie warte ich darauf, dass da noch ein Update kommt. Und dahinter dann irgendwie ein Dungeon oder was auch immer ist. Das kann doch nicht sein, dass hier zwei so riesige Tore sind, ohne dass die irgendeinen Nutzen haben. Auf dieser Seite ist auch so eins. Und da ist noch ein Rhino. 120 Rhino. Was ist denn los eigentlich? Hier ist auch so ein Tor. Also, ein bisschen komisch, oder? Was meint ihr? Also, ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Ich habe gerade erwähnt, dass ich gerne ein Rhino hätte, ne? Und dann steht da plötzlich eins. Das ist ein bisschen komisch. Okay. Ja, dann denke ich, überlegen wir nicht lange, oder? Weil, warum überlegen, wenn dann ein Top-Level-Rhino rumläuft? Das wäre doch doof. Wir nutzen unsere Gelegenheit. Oh, oh, das Rhino auch. Ich hau mal ab. Aua. Die sind nicht ohne, die Rhinos. Die sind teilweise auch ein bisschen schlecht gelaunt. Vor allem, wenn man auf die schießt. Selbst wenn es nur Darts sind. Das haben die nicht so gerne, ne? Und die haben große Hörner. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich wünschte, wir könnten nach hinten schießen. Oder haben wir nicht eine Bärenfalle dabei? Das könnten wir... Das war ein Lag. Das könnten wir mal testen. Aber das ist ein Rhino, ne? Das ist kein Bär. So ein Rhino ist schon ziemlich groß. Kurz gucken. Ich habe auf jeden Fall eine Falle dabei. Large Bear Trap. Das könnte funktionieren. Das testen wir jetzt, oder? Ich habe noch nie einen Rhino mit einer Bärenfalle gezähmt. Irgendwann ist immer das erste Mal. So. Bleib mich hier stehen. Und mach keinen Blödsinn. Ich muss kurz eine Falle rauswerfen. Oh oh. Oh oh. Oh ne, ich muss die noch aktivieren, ne? Nicht so gut. Aua. Überhaupt nicht gut. Na, 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 na. Ich habe das Dino-Kostüm an. Ich kann nicht fliegen. Lauf, spring, weg. Das ist viel zu schnell. So. Oh, das hat mir ganz schön wehgetan, ne? Das ist ein Top-Level-Rhino. Da sollte man ein bisschen vorsichtiger sein mit den Top-Level-Rhinos. Okay, die Falle ist offen. Ich musste die nicht aktivieren, die musste sich selber aktivieren, ne? Das ist eine vollautomatische Falle. Okay. Und jetzt? Passt das so? Okay, das passt so. Das hat viel Schaden gemacht. Und das greift die Falle an. Nightshade. Ich fühle mich nicht sicher. Ich weiß nicht, ob so eine Bärenfalle gegen so ein Rhino besteht. Nein, nein, nein. Tut's nicht. Ich hätte es mir denken können. Das Rhino haut ab. Wollen wir nicht springen? Okay, geht so. Ich habe den Sprung abgebrochen. Dann machen wir jetzt so weiter, ne? Pieks. Oh oh, hoffentlich springt es da jetzt nicht runter. Das wäre ja nicht so cool. Na, 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 na. Na, 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 na. Falsche Richtung. Ja, da kannst du dich einklemmen. Das ist in Ordnung. Voll verfehlt. Pieks. Oh, du bist müde, ne? Oh ja. Das ist sehr müde. Das sieht man sofort. Müde Rhinos gucken immer aus so halb offenen Augen. Beziehungsweise halb geschlossen, halb offen. Wie auch immer. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Man weiß es nicht. Wieso haben wir Kampfmusik? Alles gut. Alles gut. Rhino schläft und
Wir müssen nur ein paar Karotten reinwerfen, ne? Ich hoffe, das reicht. Ihr habt keine Rhino-Kibbles? Die... Mega. Okay. Das frisst 8 Base Veggies. Vielleicht. Mal gucken. Es hat jetzt 21, dann sollte das ja reichen, oder? Oh, das wacht ziemlich schnell wieder auf. Haben wir Narcotics dabei? Oh nee. Ich habe gar keine Narcotics. Wieso nicht? Ich glaube, ich habe die Narcotics vergessen. Das ist nicht gut. Vielleicht sollten wir die schnell holen, ne? Aber es ist ganz schön weit nach Hause. Also, wir sind ja jetzt am anderen Ende des Grabens praktisch. Da vorne ist unser Zuhause. Wir können mal auf die Map gucken, dass ihr so ein bisschen wisst, wo wir sind. Ich habe hier inzwischen sogar einen Marker gesetzt. Was fliegt denn da? Ein Scout. Okay. Die habe ich hier noch nie gesehen. Gibt's wohl auch. Ja, okay. Jetzt müssen wir warten, bis das Rhino auszählt, ne? Das ist halt ein Pflanzenfresser. Okay, es läuft. Das sieht aber gut aus. Wir brauchen keine Narcotics. Zumindest nicht für das Rhino. Und sonst nehmen wir uns notfalls so ein paar Beeren mit oder so. Die gibt's ja auch noch. Ich würde das fast liegen lassen, weil das dauert jetzt ewig, ne? Was ist, wenn wir das einfach da liegen lassen? Hier ist nichts Gefährliches in der Nähe. Solange da nichts runterfällt. Und dann holen wir das später ab. Was meint ihr? Da oben ist ein Petri unterwegs, ne? Ein Archie. Wie gefährlich. Okay. Wir müssten da ja hochkommen eigentlich. Und dann gucken wir mal weiter. Ich habe noch eine ganz interessante Stelle gefunden. Ich zieh mal das Dino-Kostüm aus. Das bricht mir irgendwann wieder das Genick, wenn ich mit dem rumlaufe. Fliegen ist halt schon praktisch teilweise. Oh oh. Da müssen wir jetzt echt hochspringen. Nightshade, mit aller Kraft. Go. Das wird nix. Wir müssen noch ein bisschen trainieren, ne? Gibt es zum Glück so ein paar Zwischenstufen. Die Schlucht ist halt schon echt mega tief. Okay, der Archie ist, glaube ich, abgedampft. Das dürfte der da oben sein. Hier sind... Oh, das sind Mammuts. 76er. Brauchen wir einen Mammut? Wir haben ja eine Kettensäge, ne? Muss jetzt nicht unbedingt sein. Noch mehr Archies. Ja, wir waren super wenig im Norden der Map unterwegs. Und das wird echt Zeit, dass wir das mal nachholen. Weil hier gibt es super coole, super spannende Locations. Es gibt auch Enkis, die unterirdisch unterwegs sind. Maulwurf-Enkis. Ich glaube, ich brauche mal ein Steak. Wir sind schon wieder so lange unterwegs, ne? Das macht hungrig. Okay. Weiter geht's. Springen wir einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Und das Rhino holen wir dann später mit dem Cryopod ab. Dann müssen wir das nicht nach Hause laufen. Obwohl die relativ schnell sind. Da sind Allos. Level 12. Es gibt ja eher Allosaurier, ne? Da brauchen wir unbedingt welche. Aber die gibt es, glaube ich, hauptsächlich drüben im anderen Biom. Nicht bei uns hier. Jump. Ich finde das nördliche, also die nördliche Hälfte unseres Bioms, fast so ein bisschen schöner als die südliche. Die ist aber auf jeden Fall auch gefährlicher, das muss man dazu sagen. Hier ist übrigens ein Top-Level-Bronto unterwegs. Ich weiß nicht. Wir brauchen keinen Bronto, wir brauchen aber auch kein Nashorn, ne? Von dem her... Ich lasse den jetzt mal da stehen. Wir können uns den ja merken. Wir wissen ungefähr, wo der unterwegs ist. Und wir können ja mal wiederkommen bei Gelegenheit. Mal da hochgehen und hier oben so ein bisschen gucken. Ja, also der ist jetzt hier unterwegs. Direkt neben dem großen Tor, oben im Wald. Den würde ich wiederfinden. Falls wir einen Bronto brauchen. Was meint ihr? Brauchen wir einen Bronto? Schreibt es mal in die Kommentare. Eigentlich braucht man schon einen Bronto. Die sind schon cool. 104er Strider. Können wir mal kurz checken, wie viel wir da wie viele Missionen wir da gemacht haben müssen, um den zu zähmen. Das interessiert mich jetzt gerade. Da brauchen wir 34. Ich bräuchte noch 5 Missionen, um den überhaupt zähmen zu dürfen. Der hat so ein Geweih, ne? Was ist das? Ist das so ein Jammer? Könnte so ein Jammer sein, bin ich mir gerade nicht sicher. Sieht irgendwie komisch aus. Vielleicht haben wir das noch gar nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Geweihe. Das hinten ist, glaube ich, das, dieses Directional Shield. Das, was er am Körper hat, das Modul. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier. Sind da Wölfe? Nee, das sind Dillos. Wir gehen mal komplett rüber auf die andere Seite.
Das ist dann praktisch. Moment, will ich da überhaupt hin? Ich glaube schon. Genau. Wir gehen mal rüber auf die andere Seite des Bioms. Das ist dann hier Südwesten. Und schauen uns da so ein bisschen um. Da habe ich so ein paar Sachen gesehen, die echt super spannend waren. Ja, hier gibt es halt so schöne Flüsse überall. Und auch im Norden der Map ist es so schön. Ist halt mega gefährlich. Aber gerade im Norden gibt es ein paar echt tolle Base-Locations auch. Wenn man gewillt ist, das Risiko einzugehen. Jump. Ich melde mich mal zurück, wenn wir am Rand der Map sind. Oder wenn wir irgendeine richtig coole neue Location finden. Ich bin jetzt ein bisschen am Reisen hier. Wir müssen auch ziemlich viel klettern. Ja, schaut euch das an, das meine ich. Schaut euch die Wasserfälle an. Das ist doch mega schön hier, oder? Also mir gefällt das total gut. Wunderschöne Gegend. Wir springen jetzt einfach darüber. Da kommen wir wahrscheinlich nicht weit, ne? Vielleicht schaffen wir es bis in den See. Mal schauen. Hier gibt es auch Biber. Also gibt es hier bestimmt auch Biberdämme irgendwann. Boah, können wir weit springen? Was ist denn los? Hat es die Höhendifferenz, dass wir zu weit springen konnten? Super komisch. Ein Trilobite auf dem Felsen. Jump! Oh, da komme ich nicht hoch. Ist halt sehr unzugänglich hier. Das Wasser ist mega tief, aber die Katze ist so groß, dass wir da drin stehen können. Vielleicht kommen wir da hoch. Versuch macht klug. Oh, oh. Was haben wir denn eigentlich da für einen Buff? Hydrated. Genau, wir haben den Hydrated Buff. Weil wir gerade in den See gefallen sind. Oh, das wird schwierig. Ich weiß nicht, ob ich da so hochkomme. Vielleicht müssen wir außen rum. Die Wasserfälle sind schon riesig. Da müssen wir hochkommen. Jawohl. Oh, ist da eine Höhle hinter? Moment. Oh, das ist fast eine Höhle. Okay. Fast wäre das mal eine Höhle geworden beim Map Design. Schade, dass es keine geworden ist. Und da sind wir. In der Hochebene. Mega cool. Und da vorne ist ein riesengroßer Eingang. Beim Bronto. Was auch immer das für ein Eingang ist. Wir sind jetzt eigentlich ziemlich weit im Norden, im Süden der Map. Ich habe immer Norden gesagt, ne? Also wir sind jetzt in der südlichen Hälfte. Ich finde die Map unglaublich verwirrend. Ich weiß auch nicht warum. Ich denke mal, das liegt an den Gräben. Es gibt halt diesen waagrechten Graben und es gibt die senkrechte Untertrennung mit dem Außenbiom praktisch, mit dem Weltall. Und wir sind jetzt natürlich im Süden unterwegs, nicht im Norden. Wir sind im Süden des Bioms. Und sind jetzt im Südwesten unterwegs. Und hier am Rand kann man diesen Flusslauf entlang laufen. Und kommt dann hier zu diesem riesengroßen Eingang. Ob der wohl in die Unterwasserwelt führt? Das schauen wir uns jetzt mal an. Das sieht aus, als würde es da unten wieder rausgehen, ne? Wir sind aber mega tief unten drin. Okay. Nee, das ist zu. Was ist das? Oh. Da geht's noch tiefer runter. Okay. Das sieht jetzt nicht nach Unterwasserbiom aus. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Wir können mal auf die Map gucken, wo wir sind. Okay, ich glaube, das geht rüber. Das geht rüber ins andere Biom. Da dürfte gleich so eine Brücke kommen, ne? Ah, okay. Das ist eine der Brücken. Yeah. Also auch hier hinten gibt es solche tiefen Eingänge. Es ist aber der erste, den ich gesehen habe bis jetzt, den ich gefunden habe. Der ist ja super lang, super tief. Und der geht runter Richtung Süden. Ja, und dann zweigt er ab und dann kommt man hier unten bei der Brücke raus. Okay. Im Norden oben bin ich mir nicht sicher, ob ich die Brücke überhaupt schon gefunden habe. Da muss es dann auch so einen Zugang geben. Okay. Dann drehen wir wieder um, würde ich sagen. Astrodelphis. Die müssen wir auch mal zähmen bei Gelegenheit. Aber es gibt noch ziemlich viel zu tun.
Aber allein die Map zu erkunden. Ich habe noch nicht mal die Map erkundet. Ich bin jetzt langsam so weit, dass ich schon mal überall vorbeigeguckt habe auf der Map. Zumindest in unserem Biom. Im Rockwell-Biom drüben war ich auch noch nicht viel unterwegs. Also die Map ist auch wieder ziemlich groß eigentlich. Es gibt super viel zu sehen. Und es gibt halt so viele tolle Details. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Map. Mit ganz viel Stoff zum Erkunden. Wow. Seht ihr, was ich sehe? Da fliegt was Großes, Leuchtendes. Jetzt ist es gerade aus der Render Distance verschwunden. Ich weiß nicht, ob ich hier hochkomme. Jawohl, super gut. Ich bin gerade den Felsen hochgesprungen. Die Felswand hochgejumpt. Und dann habe ich das Tier da gesehen. Das ist ein Quetz. Und der ist Level 19. 19er Tech-Quetzel. Der sieht halt super hübsch aus. Das da oben ist so ein Stein. Sieht irgendwie komisch aus. Wollen wir uns einen Quetzel zähmen? Wir brauchen ja einen, ne? Also eigentlich bräuchten wir ganz dringend einen Quetzi. Aber der ist halt... Boah. Der ist halt echt super low. Also, nicht nur vom Level her, auch von der Höhe, ne? Das ist eigentlich ganz praktisch, dass der hier unten unterwegs ist. Ich glaube, wir packen mal Nightshade ein. Und dann machen wir was ich noch nie gemacht habe. Wir versuchen mal mit dem Tech-Gear so ein Quetzel zu zähmen. Das müsste doch ganz gut funktionieren, oder? Ich weiß es nicht. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Das nehmen wir alles mit. Und dann gehen wir jetzt Quetzi jagen. Da oben ist er. Mal schauen, ob das funktioniert. Theoretisch müssten wir ganz gut sehen, wo der dann runterfällt. Wir müssten auch schnell genug eigentlich sein. Hoffe ich. Das könnte ganz gut funktionieren. Versuch's jetzt einfach mal. Das war schon mal daneben. Okay. Also ganz so einfach wird's dann wohl doch nicht. Aber wir müssen näher ran. Und dafür muss ich die Waffe wieder wegstecken. Ich habe ihn erwischt. Flieg. Okay. Ich denke, das wird doch ein bisschen schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Wir können ja mit Waffe draußen nicht navigieren. Okay, falsche Waffe. Und in der Luft zu steuern ist auch immer super schwierig. Aber das wird schon. Nee. Oh, das wird mega schwierig. Also ich muss immer ganz nah an den ran. Ich denke trotzdem, dass das die einfachste Variante ist. Aktuell für uns. Auch wenn es nicht einfach aussieht. Weil sonst müssten wir den... Ich wüsste gar nicht, wie wir das machen sollten. Da müssten wir erstmal wieder einen Archie oder so zähmen, ne? So wie man das halt früher gemacht hat. Peaks! Oh, wenn das ein Top-Level wäre, dann wird es ganz schön dauern. Ich denke, das ist eine gute Sache, dass wir uns so ein Low-Level zähmen. Und dann können wir auf dem so ein Katapult installieren und die nächsten Quetzi dann bolan oder so. Dann wird's richtig easy. Hoffentlich. Okay. Und das hier wird dann unser Transportquetzel. Transport und Katapult natürlich. Da leveln wir ordentlich Gewicht. Der ist nicht lange böse, ne? Das hält immer nur ganz kurz an. Pix! Ich dachte schon, der hätte sich nicht erschreckt. Hat einen Moment gedauert, bis es bemerkt hat. Wir sind auf jeden Fall viel zu schnell. Deutlich schneller als der Quetzi. Okay. Da sind wir wieder. Pix! Der braucht noch 3 Darts oder so, dann haben wir den. Jetzt muss ich ein bisschen drauf achten, wo der runterkommt. Am coolsten wäre es eigentlich oben auf der Felskante, ne? Unten im Tal wäre nicht so gut. Was war daneben? So. Ich kann halt wirklich nicht navigieren, solange die Waffe draußen ist. Das ist ein bisschen unpraktisch. Pix. So, hinterher. Hier oben wäre es eigentlich ganz gut. Nee, es war nix. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Darts. Aber das reicht noch easy. Da sind ein paar Raptoren unterwegs. Aber hier geht's eigentlich. Oh, die Raptoren da unten sind ein bisschen problematisch. Pix! Der Quetzeltanz. Die machen so lustige Bewegungen in der Luft, wenn man sie trifft. Jetzt braucht er aber wirklich nur noch 2 Darts, denke ich.
Ich hoffe, dass der gescheit abstürzt und nicht irgendwo, wo ich ihn nicht haben will. Hier ist es schon ziemlich gefährlich stellenweise. Quetzi, bist du schon müde? Da unten wird es wieder gehen, also hier ist es relativ ruhig. Pieks! Ja, jetzt braucht er noch einen Dart, denke ich. Da oben sind Sarkos und da unten sind jetzt auch Raptoren. Wir müssen dann ganz schnell runter und unseren Quetzi beschützen. Das wird auch nicht einfach. Wo bist denn du hin? Du bist ziemlich hoch oben. Gucken wir, ob ich ihn treffe. Jawohl. Jetzt müsste er gleich abstürzen. Oder? Ich glaube, er stürzt nicht ab. Immer wenn ich den Boost mache, dann dreht sich die Kamera nach vorne. Das ist ein bisschen unpraktisch. Und irritierend. Wo ist er? Da hinten? Hä? Okay. Jetzt stürzt er aber wirklich ab, wenn wir ihn jetzt treffen. Das heißt, jetzt müssen wir wirklich gucken, wo wir den runterholen wollen. Hier. Auf der Stelle. Okay. Er ist down. Er ist am Boden. Quetzi schläft. Sind wir hier safe? Nein, das sind Raptoren. Die müssen weg. Oh oh. Das ist gefährlich. Oh, hoffentlich ist da kein Alpha dabei. Sieht gut aus. Ich glaube, wir sollten Nightshade rausholen. Dann bin ich deutlich sicherer. Dabei. Okay. Passiv. Okay. Und dann füttern wir den Quetzi. Der hätte gerne ein bisschen scharf, habe ich gehört. Okay. Alles klar. Läuft. Ich denke, das sollte funktionieren. Sehe ich überhaupt nichts. Wir müssen ein paar Bäume fällen. Die Schildkröte beschützt uns. Da ist noch eine. Da ist ein Trike, das uns beschützt. Und hier ist ein Petri, der, weiß nicht, der ist da. Aber das merken wir auch, wenn der irgendwer angreift. Dann greift er den Petri an und der hebt ab. Das ist wie in der freien Wildbahn, wenn irgendwo die Vögel wegfliegen, dann weiß man, da im Wald ist irgendwas, ne? Ist auch ganz praktisch. Okay. Und der sollte auch deutlich schneller auszähmen als so ein Rhino. Oder? Vielleicht auch nicht. Okay. Ich glaube, wir sammeln mal so ein paar Beeren. Prophylaktisch. Könnte sein, dass wir die doch noch brauchen. Okay, jetzt hat er gefressen. Oh, der hat voll die Zähne. Die Tech-Quetzis haben Zähne. Die haben so Metallzähne. Das ist nicht cool. Das ist ein bisschen beängstigend. Torpor geht runter. Taming sieht gut aus. Der braucht nicht so viel Fleisch. Ne? Der braucht nur noch eins. Höchstwahrscheinlich. Das sieht sehr gut aus. Super Low-Level-Quetzel. Kommt ein Plattformsattel drauf, ein Katapult und dann haben wir einen Transport-Quetzi. Der hat jetzt schon, wie viel Gewicht? 860. Das ist schon mehr als unser Archie hat. Beziehungsweise unsere Eule. Wir haben noch gar keinen Archie. Unsere Eule hat, glaube ich, 700 knapp, ne? 700 Gewicht. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir einen Transportvogel haben. Wir sollten uns eigentlich einen Archie holen, weil die haben ja so viele Buffs, ne? Ich glaube, die haben sogar ein paar Buffs auf Ressourcen tragen, so dass die ein bisschen mehr tragen können. Die wurden ja irgendwann übelst gebufft, die Dinger. Archies können ja inzwischen auch fast jeden Dino tragen. Die können auch alle Sachen tragen, die eigentlich größer sind als sie selbst, seit dem Buff. Also eigentlich ist es doof, noch keine Archie zu haben, ne? Aber wir haben noch keinen guten gesehen. Wir müssen mal gucken, dass wir einen guten finden. Einen guten R-Archie, falls es das gibt. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja auch R-Quetzels, ne? Da habe ich auch noch keinen gesehen. Aber ich glaube, es gibt nur manche Dinos als R-Version. Nicht alle. Wie sieht's denn aus hier? Magst du mal zu Ende essen? Wie viel Hunger hast denn du? 50. Bam! Accept! Tech? Zahl. Unser Techzel, der bekommt jetzt einen Plattformsattel, wie gesagt. Ich werde ihn mal einpacken. Und dann haben wir einen Transportflieger. Mega cool.
Und dann werden wir mal die Augen offen halten nach einem Archie, weil einen Archie brauchen wir auf jeden Fall auch mal. Wir können nicht nur Eule fliegen, ein Archie wäre auch gut. Und mit dem Archie kann man dann auch ganz gut Tiere transportieren. Können wir natürlich jetzt auch mit dem Quetzel, ne? Jetzt haben wir schon Quetzel. Archie ist eigentlich ein Tier unter Quetzel. Die haben wir einfach übersprungen mal wieder. Archies haben wir schon öfter übersprungen. Ne? Die waren früher so wichtig. Aber jetzt gibt es so viele Flieger. Die Auswahl ist so groß. Oh, das ist ein Alpha-Raptor. Das ist gut für uns. Wir brauchen Levels. Gib mir deine Levels. Das ist Level 20er. Also es gibt nicht viele Levels. Oh. Der hat aber schon gut Hitpoints. Mach ihn weg. Hau ihn. Tatze von links. Da geht er auch wieder. Okay. Lecker. Super lecker. Du frisst das Prime Meat. Ja, kannst du machen, wenn du willst. Habe ich nichts dagegen. Wenn wir das Zeug haben, kannst du auch essen. Ne? Okay. Wir gucken jetzt noch einmal. Ich wollte hoch sagen, aber wir gucken einmal runter. Ganz in den Süden. Da waren wir nämlich noch kaum unterwegs. Und da habe ich eine Stelle gefunden, die wirklich total schön ist. Jetzt geht halt schon die Sonne unter. Ich hoffe, wir können uns das nochmal anschauen, bevor die Sonne komplett untergeht. Hier ist der Geysir. Und ein Stück weiter oben im Norden ist eine richtig schöne Seenlandschaft. Also im Prinzip ist es hier fast überall schön. Im Sonnenuntergang sieht es bestimmt noch schöner aus als sonst sowieso schon, wenn wir es rechtzeitig schaffen. Mal schauen. Oh, da ist ein T-Rex. Was ist das für einer? 60er. Und Eulen. Wir haben keine Zeit. Oh, Alpha Raptor. Okay, wir haben Zeit. Wir brauchen dringend Levels. Ich glaube, ich habe mich verfehlt in Alpha. Ich habe die Kleinen getötet. Oh je. Yeah. So ein schöner Hit. Und wieder aufgeladen. Bam. Und wieder aufgeladen. Super gut. Und wieder aufgeladen. Mega. Also die Katzen sind schon minimal OP, ne? Und hübsch. Und bunt. Da ist noch ein T-Rex. Wir brauchen auch noch einen T-Rex, ne? Jede Arc-Season braucht mindestens einen T-Rex. Oh, Eulen. Das sind Air-Eulen. Besonders hübsche. Okay, jetzt muss ich nur den See wiederfinden. Ich sehe vor lauter Bäumen den See nicht heute. Wir müssen, glaube ich... Ach, der See ist ja... Moment. Der ist in der Richtung, ne? Wir gehen mal auf den Berg hoch und gucken von oben runter. Aber es gibt hier so viele schöne Stellen. Ich finde jedes Mal wieder neue. Oh oh, nicht da runter. Nein, nein, nein. Da geht es ein ganzes Stück runter. Katze, was machst du? Nightshade. Ja, also hier haben wir noch die Schlucht. Da ist, glaube ich, dann wieder ein Eingang zum Unterwasserbiom möglicherweise. Auf jeden Fall ist da wieder so eine Struktur. Kommen wir da hoch, ohne runterzufallen. Oh. Hier müsste man dann doch langsam fliegen können für die Berge. Die sind nicht ohne. Genau. Also hier haben wir nur die Schlucht. Und ich glaube, der See ist dann auf der anderen Seite des Berges. Nicht drüber springen. Oh, oh. Da vorne ist es. Ja, also von hier oben sieht man schon ganz gut das Land da unten. Das da hinten ist eine richtig schöne Seenlandschaft. Gefällt mir total gut. Ist halt mega mordsgefährlich. Ich springe jetzt einfach mal darüber und dann gucken wir mal, was passiert, wie weit wir kommen. Yeah! Wir können fliegen! Das ist schon ziemlich verrückt. Und man nimmt auch keinen Schaden, so? Also wir nehmen nur Schaden, wenn wir so unkontrolliert irgendwo runterfallen. Aber wenn wir absichtlich so mit dem Powerjump irgendwo hinspringen, dann nehmen die Katzen keinen Fallschaden, egal wie tief man runterspringt. Ja, und dann sind wir auch schon fast da. Sonnenuntergang am See! Mega schön. Also die Insel würde sich halt wirklich anbieten für eine Base-Location, ne? Oh, da ist ein Alpha-Raptor. Den müssen wir mitnehmen. Ein Kano. Ich habe noch keinen Alpha-Kano gesehen, komischerweise. Die sind scheinbar selten. Aber Alpha-Raptoren gibt es wie Sand am Meer. Da ist wieder ein. 68er! Go, go, go! Friss ihn! Ich glaube, ich habe alles verfehlt. Ja, ja. Oh ne, die Morphodons. Jetzt kommen die Morphodons. Die Armeen. Zwei haben wir schon. Okay, jetzt habe ich den Dilo erwischt. Und Power-Hubs.
Ja, also das wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Das ist auch so eine der Locations, die richtig, richtig schön sind. Das gefällt mir total gut hier. Was meint ihr? Hier eine schöne Base auf der kleinen Insel oder so? Mitten im See? Total schöne Gegend. Und Crystal gibt's auch. Okay. Ja, ich werde mich wieder auf den Weg zurück machen. Ich werde mal das Rhino einsammeln. Und ich glaube, dann sehen wir uns zu Hause in der Basis wieder, ne? Wir müssen jetzt erstmal eine Runde schlafen. Ist viel zu dunkel hier draußen. Also noch nicht, aber bald wird's richtig dunkel. Ab nach Hause, Nightshade. Zeit fürs Bett. Ich glaube, wir haben möglicherweise ein Problem. Hier lag ja eigentlich unser Rhino. Jetzt bin ich wieder hier. Die Brontos sind noch da. Das kleine Level 16er Rhino ist noch da. Das ist da drüben. Und unser Rhino ist weg. Ich habe überall gesucht. Also das ist auch nicht abgestürzt. Und wir haben ja auch unsere Zähmenliste hier. Da ist noch so ein Strider mit drin aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil ich dem irgendwann mal dieses Mutagel gegeben habe. Aber das Rhino ist da nicht mehr mit drin. Es war kein Fleischfresser in der Gegend. Also der Archie ist der Einzige, der hier in der Nähe unterwegs ist. Unterhalb habe ich kein Rhino gesehen. Das ist komplett verschollen. Ich hatte dem ja genug zu fressen gegeben. Wir hatten auch gesehen, dass Torpor ausreicht, dass es also auszähmen müsste. Und trotzdem haben wir es jetzt nicht da sitzen. Das ist super komisch. Das ist mir auch noch nie passiert. Ihr kennt mich ja, ich mache das immer so. Ich gebe den Tieren was zu futtern und dann verkrümmel ich mich und mach weiter und komme dann später und hol die ab. Und normalerweise funktioniert das, ne? Das ist mir noch nie passiert, dass da ein Tier despawned ist. Und das ist auch super komisch, weil selbst die Tiere, mit denen ich hier nichts zu tun habe, die einfach nur rumlaufen, die despawnen ja auch nicht. Die sind alle noch da. Nur das Rhino fehlt. Ja. Was soll ich sagen? Super uncool. Wir hatten Top-Level Rhino und haben das jetzt verloren. Warum auch immer. Also da müssen wir scheinbar vorsichtig sein. Da ist irgendwas im Argen gerade. Aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht so gut. Der 80er. Gib mir deine Ressourcen. Die haben gute Sachen. Wenn das Rhino abgestürzt wäre, dann hätte es hier auf der oberen Plattform unterwegs sein müssen, wo wir eben geguckt haben. Oder hier. Oder ganz unten. Und es war nirgendwo. Das kann auch nicht gefressen worden sein, weil die Gegend ja gar nicht geladen war. Also es kann nicht sein, dass das irgendwie von den Haien gefressen wurde. Das hätte ich dann noch mitkriegen müssen. Also eigentlich hätte das ja oben noch liegen oder rumlaufen müssen. Angenommen, es hat zu wenig zu fressen gekriegt, dann hätte es da wenigstens noch liegen müssen. Aber es lag da ja noch nicht mal. Hier ist echt Party. Ja, also leider kein Rhino. Ist super traurig, aber ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Da müssen wir scheinbar vorsichtig sein aktuell. Da scheint irgendwas auch nicht so ganz zu funktionieren. Die Tiere, die spawnen uns, wenn wir nicht aufpassen. Yeah, wir sind wieder in der Warp-Phase. Wir sind also so um Mitternacht rum unterwegs, ungefähr. Sehen wir das irgendwie so? Nicht mit der Fernglasanzeige. Genau, es ist Viertel nach Mitternacht. Viertelstunde nach. Und wir sind wieder zu Hause. Super bunt hier, alles leuchtet, super viel Licht. Ist schon echt schön bei uns in der Base geworden. Jetzt schmeißen wir mal den bunten Quetzel hier noch mit rein, damit es noch ein bisschen bunter wird. Bam! Unser Texel! Texel kriegt jetzt einen Sattel. Texel ist übrigens ein Männchen, ne? Wir haben jetzt einen männlichen Quetzel. Den Sattel habe ich schon hergestellt. Yeah. Super cool! Wir haben endlich mal wieder einen Quetzel. Ich glaube, wir hatten schon länger keinen mehr, ne? Die sind auch nicht so einfach zu zähmen. Es sei denn, man trägt Tech-Gear, ne? Dann geht es ein bisschen einfacher. Das ging eigentlich schon ganz gut. Dafür, dass wir nichts machen mussten, als einfach nur unser Tech-Zeug zu nutzen, was wir eh haben. Und der ist super hübsch blau. Mit roten Teilen dran irgendwie. Super komisch sieht es aus. Sehr bunt und grell. Okay. Und da packen wir jetzt natürlich dann Katapult drauf. Ich glaube, so ein Katapult müssten wir auch ohne Plattform, also ohne Foundations irgendwie darauf platzieren können. Und dann können wir natürlich die entsprechenden Bolas benutzen. Das ist ja das Ziel.
Katapult? Wo ist es? Heißt das nicht Katapult? Bolas? Müssen wir die da drin herstellen, die Bolas? Vielleicht müssen wir das Ding an der Smithy herstellen. Moment. Ach so. Das ist die... Können wir nicht auch die Balliste benutzen? Ich glaube, wir müssen sogar die Balliste benutzen. Ne? Ich denke, wir müssen für die Bolas die Balliste nutzen. Ballista Turret. Die stellen wir mal her. Oben steht ja eh eine, ne? Mit der haben wir ja... Ne, oben steht ein Katapult, glaube ich. Ich weiß nicht. Katapult? Können wir hier auch herstellen. Okay. Da haben wir, glaube ich, schon eins. Jetzt haben wir auch eine Balliste. Jetzt brauchen wir nur noch Bolas. Kettenbolas. Chainbola. Die kosten zum Mending Paste 65 Metall das Stück. Also die sind echt nicht günstig. Aber wir brauchen welche. Ich stelle einfach mal so ein Packen her. Und dann nehmen wir die mit. Die sind auch nicht leicht. Oh, die wiegen 160? Im Ernst? Dann ist der Quetzal ja voll. Das war's dann mit dem Transportquetzal, ne? Ja, und auch so ein netter Trick, wenn ihr überladen seid, selbst wenn ihr komplett überladen seid, euch nicht mehr bewegen könnt, ihr könnt immer noch mit der Tech-Suit sprinten über STRG, diese Steuerung, und ihr könnt auch die rechte Maustaste benutzen und diesen Power Fist, was weiß ich was, benutzen. Das heißt, mit dem Tech-Gear bleibt ihr immer mobil, das ist ein bisschen cheaty, selbst wenn ihr irgendwie zigtausend Gewicht an Bord habt. So, ja, wir wollen aber jetzt auf den Quetzal drauf, ne, so. Und dann die Chainbola. Ich glaube, die setzen wir mal so nach hinten. Ist egal, die dreht sich ja rundherum. Die platzieren wir jetzt einfach mal so. Nee. Beweg dich doch nicht so viel. Du machst mir auch nicht leicht hier. Okay. Ding steht. Wir können absteigen, ohne runterzufallen. Da sollte man sich nicht drauf verlassen. Das habe ich schon mal gemacht. Nicht so gut. Nachladen. Wie sieht's aus? Hitzt du? Geht nicht. Switch Ammo Time. Ah, okay. Gut. Dann sind wir jetzt startklar zum Quetzal zähmen, ne? Also wenn wir jetzt einen Top-Level-Quetzal sehen, dann können wir uns den holen. Mega cool. Und wir haben jetzt aktuell 900 Gewicht. 1000. 2000 Hitpoints. Muss reichen. Rest machen wir dann Gewicht. Es gibt halt nicht so viel dazu, ne? Wir bräuchten ziemlich viel davon. Und die sind auch nicht super schnell, die Quetzals. Also wir könnten auch ein bisschen Movement Speed leveln. Das bringt aber nur ganz, ganz wenig. Also das macht eigentlich keinen Sinn. Ich denke, wir gehen in Gewicht und schauen dann, dass wir möglichst viel auf einmal transportieren können. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als jetzt Speed zu leveln, weil schnell werden die Dinger sowieso nicht, ne? Unser Texel. Super nice. Die sind halt auch sehr groß. Das heißt, es täuscht so ein bisschen. Die sind schon schneller, als man denkt. Und wenn wir ein bisschen Gewicht leveln, dann könnt ihr auch ganz schön viel tragen. Super nice. Okay. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es langsam gut sein für heute. Wir waren ziemlich lange unterwegs. Haben uns einfach mal wieder so ein bisschen ausgetobt. Einfach ein bisschen geschaut. Und ein bisschen gezähmt. Ne? Auch wenn das mit dem Rhino leider nichts geworden ist. Das ist echt ein bisschen traurig. Das wurmt mich jetzt auch ein bisschen. Weil das wieder ein Top-Level-Tier war. Und irgendwie habe ich es nicht so mit den Top-Levels. Da sollte man wirklich kein Risiko eingehen. Da hätte ich daneben stehen müssen, bis das Tier ausgezähmt ist. Genauso wie beim Stego auch. Da habe ich nicht so viel dazugelernt, ne? Das nächste Mal dann, da warten wir dann, bis das Tier fertig ist. Egal, wie lange das dauert. Und so ein Rhino dauert halt schon extrem lange, ne? Der Warp ist jetzt zu Ende. Vielleicht sind wir im nächsten Biom. Vielleicht gibt es neue Felsen draußen. Ein neues Asteroidenfeld zu erkunden. Wir werden sehen. Für heute war es das aber erstmal. Aus Ark Genesis Teil 2. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Hey there.